Am Anfang stand ein unschöner Streit und kaum einer hätte damals gedacht, dass am Ende eine einzigartige Erfolgsgeschichte daraus werden würde, als Hannes Hegen, der Schöpfer des legendären Mosaiks und der Digidax, 1975 den Verlag verließ. Da stand das Mosaik vor dem Aus. Doch das Zeichnerteam rettete gemeinsam die große Schöpfung Mosaik. Die Abrafaxe wurden geboren. Und in dieser Woche nun wird das Jubiläumsheft ausgeliefert. Nummer 480 mit Abrafax, Brabax und Kalifax. Na, erkannt? Gestatten Abrax, Brabax und Kalifax. Gezeichnet, nein, geschaffen. Hier an einem der exklusivsten Arbeitsplätze Deutschlands. Willkommen in der Mosaikredaktion in Berlin. Nur eine Handvoll Zeichner sind es, die den dreien Leben einhauchen dürfen wie eh und je mit Pinsel und Tusche, auf das ihre Abenteuer gedruckt werden, zu Hunderttausenden jeden Monat, viele Millionen Mal seit 1976. Wir haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie wir unser Mosaikkonzept weiter fortführen wollen. Und im Moment scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein, denn wir sind eine der wenigen Jugendmagazine, die in den letzten 5 Jahren von Jahr zu Jahr Plus gemacht hat. 1976 gingen die Abrafaxe als Nachfolger der Digidax an den Start unter ungünstigen Umständen. Mosaikgründer Hannes Hegen prozessierte gegen das vermeintliche Plagiat. Maximal 1 Jahr gab er den Abrafaxen. Und auch die Mitarbeiter waren skeptisch, wollten den Neustart zunächst nicht, erinnert sich Hegens Co-Autor Lothar Dräger, der hochbetagte Schöpfer der Abrafaxe. Also das ist schwierig gewesen, diese Schwelle zu überwinden, die Abneigung der Mitarbeiter. Aber das war eigentlich das einzige Hindernis, was mir Bedenken gemacht hat. Nach Ausflügen an den Wiener Hof, nach Afrika, Australien, Japan, Nord- und Südamerika, ins alte Ägypten, das Mittelalter, die griechische Antike und wandeln die Abrafaxe derzeit erfolgreich in Sandalen durchs alte Rom. Dass die römischen Abenteuer offenbar gerade ihrem Höhepunkt zusteuern, haben treue Leser längst gemerkt. Fragen wir doch mal den Herausgeber, wie es nach Rom weitergeht. Genauso aufwendig wie das liebevolle Zeichnen der jeweiligen Seite ist auch das penible Recherchieren der Geschichte. Und das hat natürlich sehr, sehr lange Vorlaufzeit. Deshalb planen wir schon so ein bisschen, wo es dann 2017, 2018 hingehen könnte. Aber da müssen Sie die Abrafaxe fragen, die wissen da mehr. Also nichts mit Geheimnislüften, denn so genau durften wir den Machern dann auch nicht über die Schulter schauen. Fit fürs 21. Jahrhundert sind die Abrafaxe aber auf jeden Fall. Zum Jubiläum gab es eine App fürs Handy. Pro Heft können zum Beispiel Online-Infos und Filme abgerufen werden. Der Leser soll sich auf lustige, spannende Abenteuer freuen und vor allem darauf freuen, dass es noch lange weitergeht. Wenn man ein Comic-Fan ist, dann möchte man ja von den Sachen, die man mag, auch möglichst viel und lange was haben. Und wie es sich für runde Jubiläen gehört, gab es gestern auch eine gehaltvolle Geburtstagstorte. Seien wir also gespannt auf die nächsten 40 Jahre Mosaik.